Gott, was für ein Leuchten. Sieht das hier crazy awesome aus, wenn das mal nicht besonderes Design ist. Was ist das denn? Das ist ein Schild? Wow, oh, sieht das geil aus. Cool, sogar ein animiertes Rüstungsstück. Nice. Rolle der Stille. Ja, Stille kann ich auf die Viecher auch zaubern, das, dann könnte ich mir die Lähmung sparen demnächst. Zeig mal das Schild her. Ich repariere das erstmal, um die volle Wirkung sehen zu können. So. Na, wo ich es? Bin ich blind? Ach nee, da. Diese Mini-Thumbnail, die sieht so unscheinbar aus. 20-20 Schutz? Ich habe nur 13? Wow, hat das viel Schutz? Oh Gott, das Ding ist awesome. Moment mal. Ich habe 2 Schaden reflektieren. Das würde ich verlieren. Und dann habe ich noch 3 Stärke und 10 Lebensenergie. Hier habe ich 5 Konstitution und 10 Lebensenergie. Das heißt, ich kriege 20 Leben dazu. Ausdauer verstecken, Block verstärken, Blocken verstärken, schwere Rüstung verstärken. Wow! Wow! Keine Stärke, aber auf die Stärke verzichte ich von den Werten her, die es mir sonst noch so bringt. 497 Leben. 507, okay, 10 Leben mehr. Zeig mir mal kurz, wie das aussieht. Kurz eine Einhandwaffe. Oh, keine Animation jetzt. Moment. Doch, hier. Aber nur das World Model. Das hat eine geile Animation. Oh yeah, Sana. Die wird zunehmend badass. Wie sieht's aus, wenn man damit blockt? Schade, ich hatte gehofft, dass an der Innenseite vielleicht noch irgendeine coole Animation stattfindet. Aber ich behalte das Ding auf jeden Fall mal wegen den Werten an, wegen dem ganzen Leben und allem drum und dran. 81 Rüstung haben wir mit dem Schild. Aber da wir hier die ganze Zeit gegen Gegner antreten, die Zauber auf uns schießen, würde ich sagen, bleiben wir doch erstmal lieber bei der Zweihandwaffe. Da bringt mir ein Schild jetzt nicht so viel. Okay, go! Boah, ich kann schon so viele Zauber casten, aber das ist der Wahnsinn, wie viel das aushält. Aber ich kann wirklich bei den Viechern, weil ihr Feuerangriff ein Nahkampfangriff ist, kann ich meine Zerstörungsfähigkeit richtig gut maxen. Wie weit bin ich da eigentlich mittlerweile? Zerstörung 98, okay. Noch 2 Punkte und dann werde ich wieder meine Magiesturmhaltung aktivieren und dann haben wir nochmal 5 Punkte drauf. Sehr gut, sehr gut. Boah, geile Ausrüstung. Oh, die Nexushallen. Ist diese Kugel ein Gegner? Nein, das ist ein Planetensystem. Ist das in der Mitte eine Sonne oder ist das so ein Wisp? Weil das waren eigentlich auch Gegner immer. Weiß ich nicht. Ich gehe mal näher ran. Okay. Oh Gott, es geht halt alle! Das war wirklich ein Gegner. Sonne, ich habe die Sonne getötet. I'm sorry. Hoppala. Ich habe die Sonne getötet. Oh nein, oh nein, oh nein. Was soll ich nur tun? Dabei wollte sie doch nichts Böses von mir. Und ein Ehrenzeichen. Damit wären wir schon bei 56 Nerim-Zeichen. Gibt es jetzt noch vielleicht noch ein zweites, weil es so awesome war? Das Design dieser Ruine mit dem ganzen Nebel und den Mana-Blüten und die Forschung an künstlicher Intelligenz, magischer Intelligenz. Dann dieser Raum mit dem Weltall, der Loot, wow, die Nexushallen haben volle Kanne reingehauen, ohne Witz. Ich bin ehrlich gesagt weniger gestorben als erwartet, aber vielleicht kommt hier noch was. Die Forschungskammer, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen mehr Loot und alles mögliche. Aber derzeit komme ich ganz gut durch, wenn ich meine Ressourcen vollständig ausnutze. Okay, das sieht hier wieder nach einer bösen Überraschung aus.
Yo. Du willst nicht freundlich sein, ne? Nein. Saka! Oh Gott, ich sehe dich nicht. Oh Gott, ich brenne so viel, ich sehe nichts mehr. Es ist so voll vor mir, ich sehe nichts. Komm. Ich hau mir noch einen Fein rein. Muss ein bisschen blocken hier. Okay. Ah, so. Die letzten Schüsse muss ich einfach blind reinfeuern, weil das war einfach... Too much fire! Aber der hat ein Schwert, das Feuerschaden macht. Stufe 60.200 Leben. Der Wahnsinn, was für Viecher ich hier platt mache. Boah, Sana, du Sackerin! Du bist so am Abgehen. Der Wahnsinn. Runenschwert. 44 Angriff, obwohl ich keinen Skill in der Waffe habe. Wow, okay. Erzmagierstiefel. Hohoho. Magika festigen. Beinschienen der Nachtklinge. Das ist hier echt so ein gutes Diebes-Set. Kann das sein? Ah, oh, seinen Panzer, Brustpanzer kann man nicht mitnehmen. Okay. Puh, okay. Das hat hier so eine leuchtende Kugel unten. Der Magierschlechter. Magieschlechter oder Magier? Magierschlechter, okay. Hat 800 Ladungen und das Runenschwert hat 1200 Ladungen. 50 Benutzungen. Also wenn es voll aufgeladen ist, 60 Benutzungen, glaube ich. Sieht auch cool aus. So wie die Runen aussehen, ein bisschen mehr wie ein Spielzeug, anstatt richtig mächtige magische Runen. Da ziehe ich doch lieber meinen Magier schlechter vor. Auch hier, die Klinge sieht so ein bisschen wie Plastik aus. Das Material, der Shader, der da arbeitet an dem Material. Aber sehr interessant. Wenn ich den hier repariere, ich glaube ja persönlich, dass das Runenschwert 57 Angriff, obwohl ich keinen Skill drin habe in Schwertwaffen. Interessant, ich glaube ja, dass die beiden Waffen hier exakt gleich viel Angriff haben, wenn man den Skill gleich weit oben hat. Einfach so zwei absolute Endgame-Waffen für die Leute, die diesen Dungeon hier schaffen. Und, oh, dammit, komm schon. Yes, eine Teleportrune und Giftgas, wunderschön. Helm des mentalen Zertrümmerers. Almanach der Beschwörung. Sehr schön. Sonne beschwören, wir können die Sonne wiederbeleben, yay! Wow! Genesungstrank. Teure Pfeile, immer willkommen. Nehmen wir einfach mal mit. Forschungsbericht über Voran, was ist... Globus? Okay, damit kann ich nichts machen. Was ist denn Voran? 8000 Erfahrungspunkte, hey, dankeschön. Für das Abschließen der Nexushallen wahrscheinlich. Dann wollen wir mal gucken, was steht denn hier so? Wir haben durch Sternensignaturen die frühere Position und die Eigenschaften des Sterns Voran ermitteln können. Voran war die einstige Heimat der Sternlinge und wurde von den Sternlingen auf Winn geschleudert, um den Eterner Einhalt zu gebieten. Ah, das war also den Stern, den sie tatsächlich benutzt haben als Waffe. Krass. Wir haben mit magischer Energie einen Nachbau des Sterns im Planetarium erschaffen. Dabei nahm ich eine einheitliche, vierdimensionale Struktur, in der die räumlichen und zeitlichen Koordinaten bei Transformationen in andere Bezugssysteme miteinander vermischt wurden. Dabei entstand eine Miniaturnachbildung Vorans, wie er vor Äonen am Himmel stand. Durch meine Beobachtungen im Planetarium habe ich herausgefunden, dass die Planeten Vorans kurzzeitig von der Gravitation erfasst wurden, als die Sternlinge Voran aus seinem Fundament rissen. Das heißt, die Planeten wurden dadurch aus ihrer Bahn geworfen und irren langsam doch stetig auf unsere Welt zu. Ich habe den Kurs der Planeten berechnet und herausgefunden, dass es in etwa 1000 Jahren zu einer Kollision kommen könnte, wenn die Planeten nicht abgelenkt werden. Dabei werden die Planeten in verschiedene Bereiche Winds einschlagen und katastrophale Zerstörungen hinterlassen. Oh, damn! Oh, geil! Oh, Enderal, Leute, Enderal!
Wann spielt Enderal nach Nerim? Ich glaube, was gelesen zu haben, von wegen direkt nach den Geschehnissen nach Nerim. Es wäre geil, wenn es so 1000 Jahre danach spielt und dann muss man vielleicht irgendetwas tun, um zu verhindern, dass die Planeten in die Welt Wynn eincrashen. Boah, wäre das crazy, ey. Geil. Ich fand eine Aufzeichnung. Darin stand, dass sie ihren Heimatplaneten Woran auf Wynn schleuderten, um die Eterna zu besiegen. Stellt euch das mal vor, die haben ihre Heimatwelt, wieso keinen anderen Stern? Ihre eigene Heimat haben die geopfert, um die Eterna zu besiegen. Das Fehlen von Woran hatte Auswirkungen auf die anderen Planeten. Und es wurde berechnet, dass in 1000 Jahren die Planeten auf Wynn stürzen könnten. Das Ende von Wynn. Ich wollte mal kurz ins Giftgas springen, um zu gucken, wie viel Schaden es mir macht. So, Level up! Again! Dann wollen wir mal. Also, Leben, Willenskraft, Stärke. Machen wir es so. Und ich bin zufrieden. Wie viel habe ich eigentlich auf stumpfe Waffen? Das ist ein Skill, den ich echt schon lange nicht mehr nachgeschlagen habe. Ach, erst auf 92. Ich dachte, den hätten wir schon auf Maximum. Dann muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen metzeln. Oh, hallo. Es geht noch weiter, meine Freunde. Ein paar Apparaturen und Rohre von Sternlingen. Wow. Hier auch noch an der Seite noch mehr davon. Okay, ich dachte, das waren jetzt die Nexushallen, aber es scheint irgendwie weiter zu gehen. Oh, ist das das Sternschiff, mit dem die Sternlinge zum ersten Mal auf unsere Welt gekommen sind? Wow. Der Schacht zum Heiligsten. Oh. Werden wir jetzt noch mehr über die Sternlinge lernen? Was kommt jetzt hier auf uns zu? Boah, dieser lange Raum, der sieht für mich aus wie eine Falle, so ein bisschen. Kommen jetzt hier noch richtig fiese Gegner? Oder werden wir... Oh. Nein, das ist nur eine zerquetschende Falle. Oder werden wir jetzt das letzte Stück von diesem Dungeon genießen können? Ich würde mich freuen, wenn jetzt keine Feinde mehr kommen würden. Ich genieße nämlich sehr gerne, wie ihr wisst. In den Seitenarmen hier nix. Fucking hell! Gott, sowas erschreckt mich brutalst! Es hat nicht mal ein Geräusch gemacht, es erschreckt mich trotzdem. So, ist nix. Normalerweise fährt das Ding nicht hoch. Okay, hier ist es schon ein bisschen finster. Willst also, dass ich einen Schalter finde, ja? Ah, da. Das war's auch schon. Upp und... Zack. Da ist jemand, aber im Schleichmodus. Ist das vielleicht irgendein Charakter, den wir ansprechen können? Nope, aber er hat einen epischen Bogen. Wow! Ich habe in Oblivion lang genug einen Bogenschützen gespielt. Ich weiß, wie die Pfeile fliegen, mein Freund. Jetzt wollte ich gerade den letzten Schlag mit der Axt machen. Schade, der ist schon gestorben. So. Aber was suchen die anderen Leute hier in den Hallen? Sind das alles Sternlinge? Massiver Chaosbogen. Oh, geil. Wieder mit irgendwelchen blauen Runen.
Und jetzt bin ich zu schwer belastet, aber das ist kein Problem. Ich habe ja so viel Schrott hier eingesammelt. Das letzte Ding werfe ich weg, wenn ich es nicht mehr tragen muss. Nicht Spitzhack. Das Bild sieht ähnlich aus. Oder sieht zumindest auch wie ein Hammer aus. Oh, warte mal. Wir haben ja noch einen Helm gefunden, den ich mir noch gar nicht angeschaut habe. Sternlingsrobe? Wann habe ich das eingesammelt? Keine Ahnung. Bitte lieber das hier. Und, oh, damn. Ich habe so viel Ausrüstung gesammelt, ich weiß gar nicht mehr. Stiefel des Erzmagiers. Stöckelschuhe. Geil. Hallo, Sana. Schattenschleicher-Sachen? Cool. Lass mal gucken, wie die neuen Sachen aussehen. Oh, wow, geil. Sonst hatte ich nichts, oder? Ich meine, die Stiefel der Trümmer, die kennen wir schon. Kampfmagier, Brustharnisch. Diese Beinschäden sehen ja brutalst cool aus. Hier mit den Verzierungen, wow. Wie heißen die? Wo sind die? Hier, die da. Stiefel... Nein, das sind meine Stöckelschuhe. Muss gerade ein bisschen suchen hier. Da, die hier. Beinschienen der Nachtklinge. Handschuhe der Nachtklinge. Ah, da, die passenden. Oh, sieht das Set geil aus. Helm der Nachtklinge. Oh, da sehen wir richtig aus wie ein freaking Alien. Richtig cool. Also für einen Dieb oder für einen Bogenschützen auch ist das hier wahnsinnig geil. Aber eher Dieb, würde ich sagen. Beziehungsweise Schurke, weil hier ist auch richtig viel auf Schwertkampf. Also was ist richtig viel? Geschick, leichte Rüstung, Schnelligkeit. Vor allem für den Schützen einfach. Helm des mentalen Zertrümmerers. Schwere Rüstung. 10 Rüstung. Eins mehr als Helm des Propheten. Boah, sieht das creepy aus. Nicht so cool, aber auf jeden Fall creepy. 9 Magie widerstehen, 9%. Das ist sehr gut. Lebensenergie festigen 32 Punkte, der andere Helm hat 38 Punkte, ungefähr gleich. 8 Stärke, hier 5 Stärke. Okay. 5 Schwertkampf, egal, und 5 stumpfe Waffen habe ich hier noch. Stumpfe Waffen 5. Oh Gott, das Ding bringt mir mehr. Hier habe ich mehr Stärke, dafür 6 weniger Lebenspunkte, aber das ist egal. Und hier habe ich noch 10% Magie widerstehen, das Ding ist besser. Aber das sieht so kacke aus. Oh, no! Okay, was hatte ich hier nochmal an für Zeug? Ich muss gerade nochmal... Schade, dass die Handschuhe mit der leichten Rüstung, die ich auch noch anziehen könnte, mir nicht so viel bringen. Schleichen tue ich eh nie. Sicherheit zum Knacken brauche ich nicht. Schwertkampf brauche ich nicht. Geschicklichkeit 5 Punkte. Ja, deswegen könnte ich es noch anziehen, aber dann statt 5 Punkte Geschicklichkeit nehme ich dann doch lieber 30 Mana. Und das hier haben wir jetzt. Nope, das hier haben wir jetzt. Geiler Bogen, richtig geil. Total stylisch. Sieht auch cool ausgerüstet aus. Wie sieht's aus, wenn wir einen Pfeil ziehen? Cool. Sowas hätte ich gerne. Ich glaube, den Helm lasse ich vielleicht nur für die Nexushallen gerade drin, weil das hat einfach nochmal Magie widerstehen, 9%, und ich glaube, ich behalte dann lieber erstmal hier die 9% Magie widerstehen. So, okay. Jetzt aber weiter. Ich musste gerade einfach hier ein bisschen über die ganzen Ausrüstungsteile orgasmieren. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Die Steine nehmen wir mit. Ich finde es immer noch lustig, wie so einige von euch, das war nicht nur einer, am Anfang mir immer gesagt haben, nimm das unbedingt mit. Nein, Stone, bist du bescheuert? Wieso verkaufst du die Steine? Die sind voll geil und wertvoll und voll selten. Really? Die sind gar nicht selten. Bullshit, Klaus. Von was habt ihr da geredet? Stiefel der Nachtklinge. Boah, ganzes Nachtklingenset. Ein wirkliches, echtes Paradies für Bogenschützen hier. Hier sieht man auch die Vorschau der Stiefel. Das sieht alles so stylisch aus. Wow. Also wenn ihr einen Bogenschützen spielt, dann habt ihr echt die perfekte Ausrüstung in dem Dungeon. Ich glaube, die Ausrüstung gab es nicht komplett.
weil ich habe mir einen Mod installiert, der das Set, was man hier drinnen finden kann, nicht die Waffen, nur das Ausrüstungsset, komplettiert, weil man konnte ursprünglich nicht alles finden, weil ich glaube, die Nexushallen nicht ganz fertiggestellt wurden oder so. Ich bin mir nicht sicher, warum. Boah, jetzt sind wir so richtig vielen Bossen begegnet. Am schwierigsten war ja der Boss mit der Axt. Der mit dem Schwert ging easy going. Der mit dem Bogen, das war auch nichts Besonderes, weil Bogenschützen sind total leicht auszutricksen. Okay, jetzt wieder langsamer. Ah, na super, ein Giftgasraum. Okay. Geronimo! Ah, irgendwie macht das kaum Schaden. Okay. Dann können wir uns ja noch ein bisschen umschauen. Wie viele Nerim-Zeichen gibt es eigentlich in den Nexushallen? Bestimmt zwei, oder? Das ist ja hier gewaltig. Mein lieber Scholli. Hallo? Okay, nichts. Scheinbar nichts, ich will hier nichts verpassen, hinter irgendeiner Säule oder sowas. Oh, guten Tag. Ah. Oh, kann ich den aufladen? Oh, Magier schlechter gegen einen Magier. Das wäre awesome, aber ich glaube, ich habe hier gerade... gucken wir mal. Ja. Yeah. Nee, schade. Nein, oh, du Sackmann. Ach, Doppel. Oh, du Drecksau, das kann doch nicht wahr sein. Ein Lehmzauber nach dem nächsten. Okay, folgendes. Lähmungsheiltrank, damit wir aufstehen können und auch stehen bleiben. Dann... Ich brauche hier jetzt kurz ein paar Genesungstränke, um den Schaden gut zu machen, den sie uns gegeben hat. Dann haben wir hier noch Nervengift, das mache ich mal auf meine Waffe. Na! Ja. Na, gelähmt? Na, wollte da jemand gerade einen Lehmzauber aussprechen? Nein, 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 nein. Na, wollte da jemand einen Lehmzauber aussprechen? Ja! Nein, nein!